Servus und hallo in den unendlichen Weiten von Star Trek. Von Stellaris. Aber wie mir letztes Mal. Damn it. Die anderen unendlichen Weiten, die. Wie schön. Es gibt immer zwei. Mit mir dabei wieder der lachende Anholik. Diese Schadenfreude. Ich war nicht der Einzige, der es vergeigt hat. Schön. Gibt es gleich eine Nationalsabotage? Ach ja, letztes Mal schön Kriege geführt, ne? Klingt wie so der Urlaubsbericht. Und was hast du gemacht? Du hast letztes Mal schön Kriege geführt. Dinge, die man halt so tut. Und jetzt gerade die Überreste beseitigen. Hust, hust. Hust, hust. Sprich gerade ein Volk beseitigen. Hust, hust. Dinge, die nach einer Eroberung halt immer so kommen. Ja. Hust, hust. Sich oft hüsteln zum Beispiel. Hust, hust. Oh, wie begeistert die Aliens klingen. Wenn ich so Gebäude abreiß. Oh. Gerade hat er sich gedacht, ah, wir hassen euch und möchten euch tot sehen. Oh, böse das klingt. Tut uns leid. I'm so sorry. Wie voll der Planet ist, krass. Voll krass. Voll und krass. Die saufen. Irgendwie habe ich hier viel zu viel Nahrung, glaube ich. Egal. Passt schon. Ist das andersrum? Passt überall in das Monument der Reinheit rein, damit es auch wieder passt. Ihr werdet euch unserer Ethik fügen. Widerstand ist zwecklos. Wieso gibt es eigentlich Zufriedenheit minus 25%? Aber nur bei einer. Warte, guck mal, bei Paunia, P-A-U-U. Ja. Und dann auf der Oberfläche und da steht dann irgendwie bei der Forschung, zum Beispiel in der unteren Reihe, ist zweimal Forschung und diese Sozialforschung ist in Rot dargestellt. Zufriedenheit minus 25%. Wenn du mit der Maus nur über diesen Fraggle gehst, ne? Ja. Dann wärst du, obwohl... Ja, wieso gerade die eine Forschung? Weil die Zufriedenheit so minus ist. Das ist die Hauptforschung von den dreien. Nämlich immer die stärkste wird dann quasi... Da gibt es ja dann auch andere, in der vorletzten zum Beispiel. Oder auch in der letzten. Die sind dann nicht mit Rot hinterlegt. Ja gut, die anderen sind halt... Also rechts daneben hat zumindest eine hohe Zufriedenheit. Warum der ganz rechts gar keinen Malus hat, obwohl er noch weniger Zufriedenheit hat? I don't know, warte mal. Minus 27,3 Ethik, minus 27,3 Ethik. Okay, was hat der hier? 23, 10. Okay, die haben alle Minus, aber halt extrem viel bei Sozial. I don't get it. Deswegen, weil sie dann sozial nicht mehr zu den restlichen passen? Keine Ahnung. Okay.
Okay, na, danke. Reiß ich das mal ab, vielleicht ist er dann glücklicher. Bauen wir Arena für virtuelle Kämpfe hin, viel Spaß. Wird sicher helfen. Absolut. So, können wir schon wieder irgendwo Krieg spielen? Koko Scheran, 81, ach Mann. Ich bin der Österreicher. Das kommt davon, weil ich schon so lange mit dir spiele. Hm, 79, okay. Energiekredits und da holen wir uns Nahrung. Geräusch immer, wenn man was auswählt. Ein Raumhafenmodul. Klingt mal voll geil. Gegner, oh was? Gegner, oh was? Was denn? Wohl angreifen. Oh, der hat aber viele Planeten. Bin ich auch. Wie so ein Kind an Mutters Rucksack für Mama, ich will dasselbe. Immer dreimal mehr wie du, ja. Klingt lustig, ja, da Raxum. Klingt lustig, lol. Troll, lol, 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 lol. Ich glaub, das passt. Klingt voll lustig, ey. Scratch Cut Beauty, wer sind jetzt? Klingt was? Scratch Cut Beauty? Der neue Beauty Channel auf YouTube? Also wenn ich die anklicke und das ist der neue Beauty Channel auf YouTube, alter Falter, ey. Bibi kann einpacken. Mit YouTube. Oh Mann. Ich hoffe, wenn ich jetzt einem Planeten, den ich gerade säuber, einem Sektor zuweise, dass der das nicht verändert. Warte doch einfach die Säuberung ab. Ja. Es ist zu spät. Construction complete. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Ui, hier lässt sich was bauen. Und eins, und zwei, und drei, und vier, und fünf. Eins, und zwei. Okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Schön. Bing! Was war denn das gerade? Oh, Sozialforschung. Hä? Kernsektorsysteme. Ha, natürlich. Das ist immer gut. Ich liebe Sozialforschung. Kernsektorsysteme und Grenzreichweite ist immer das Geilste, was es gibt. Immer her damit. So, Sören. Was Sören? Sensorreichweite Planetar. Oh, why not?
kann ja auch nichts schaden, ne? Weiß zwar nicht genau, was das auslöst, aber. Das sind diese grün gestrichelten Kreise um die Planeten herum. Was genau bringt das? Du siehst, was sich da drin bewegt. Ah. Okay. So, so. So, so. So, so. Sieht doch mal aus wie Mickey Maus Ohren, wenn da so drei sind. Naja. Sich verteilt. Dann. Kolonieschiff und nochmal Kolonieschiff. Und noch nie ein Kolonieschiff zu gewesen ist. Ja, das von dir, okay. Ach, die schon wieder. So, was habt ihr hier Schönes? Ihr wart... Guckt die Aliens an. Das ist auch sehr demotivierend für die, oder? Oh, Alter, wie die aussehen. Ich kann auch nicht die Mutter lieben, glaube ich. Ja. So, nee. Schade, dass man echt nicht die Galaxiekarte so einstellen kann, dass nur die eigens gebrauchbaren Planeten irgendwie mal hervorstechen, dass man hier immer alle Sektoren abklappern muss. Wie meinst du? Ich würde gerne irgendwie so sortieren, dass ich nur kontinentale Welten sehe. Ach so. Ja, das geht aber, oder? Echt, wo? Wenn du auf F9, glaube ich, war das, klickst. Oder die Planeten hast. Ja. Und dann auf den Planetentypen. Oder zumindest auf ist kolonisierbar von Kirilliana zu 100%. Und das müsste dann so eine Auflistung sein von denen, die du hundertprozentig kolonisieren kannst, die dann wahrscheinlich das sind. Kontinental oder was du gerade gesagt hast. Ja, okay, das sind wahrscheinlich eh schon alle hier an meiner Grenze, oder? Weiß ich nicht. Ich hoffe, das hat geholfenst. Ja, so ein bisschen, aber die von Fremden sehe ich halt immer noch nicht, ne? Also ich würde es gerne in der Galaxiekarte sehen. Ne, du siehst es ja schon von Fremden, du brauchst ja dann nicht sagen, dass die kolonisiert sind. Also ist in deinem Territorium, oder wie das genau heißt. Ich bin aber gerade in einem anderen Reiter, ich kann es gerade nicht nachvollziehen. Aber da gibt es so einen Haken auf jeden Fall oben. Ist in meinem Territorium, oder wie genau das heißt? Liegt innerhalb der Grenze eines anderen. Oh, okay. Ist praktisch, ja? Ja, aber ich weiß immer noch nicht wo. Ich muss ja jedes Mal die einzelnen Planeten anklicken, hinzoomen. Ja. Ja, das ist sortiert nach, weiß ich gar nicht, nach was? Nach Abstand? Kann das sein? Kann eigentlich auch nicht sein, weil. Die Kosten gehen ja rauf und runter, die Kosten, also diese Einflusskosten. Kann ich mal höchst so sortieren. Ihr könnt das bezahlen! Die Kosten gehen rauf! Ach so, das sind deine Planeten. Ja, das hilft mir wirklich weiter. Upsi! Nein! Was? Ich hasse es, wenn man sich mit verklickt und dann wieder alles weg ist. Oh Gott. Nervig. Fuck it. Red mal gerade alle Kriegsziele aus, zack. Wieder von vorne anfangen. Da will man einfach nur mal Krieg führen, aber nö. Es ist echt nervig, dieses. Nö. Und dann kann ich es wieder nicht lesen, weil es so super klein geschrieben ist. Das klingt gerade so, als ob du in den Monitor schon reinkriechst. Ja, gerade.
mühsam. Mühsam, mühsam. Ansonsten Auflösung 800 mal 600. Ja. Du jetzt bitte bestätigen, ohne wieder falsch zu klicken. Danke. Badam. Fex Klanga. Gibt's gleich Separatistenaufstände noch und nöcher? Ui. Fex Klanga. Könnt ihr eigentlich nur aufs andere so so Krieg führen? Es gibt ja immer noch Kellersan, ne? Naja. Aber die sind immer noch beschützt, was ich das letzte Mal gesehen habe. Beschützt? Ja. Von Rontos? Garantiert unnatürlich. Ich weiß nicht, ob sich das verändert hat seither. Das Schlimme ist, die garantieren die Unabhängigkeit von Boko Scherer. Der kleine Haufen von Kellersan garantiert die Unabhängigkeit von Boko Scherer. Ist klar. Ist klar. Wovon träumt ihr? Wieder wie er will, ne? Construction complete. Defensiver kommen, nicht Angriffspakt. Construction nö, complete. Die haben gar nichts. Migrationsabkommen, sie garantieren Boko Scherer die Unabhängigkeit. Ein Defensivabkommen mit Rontos. Nee, nee, immer noch Gegner, alle. Also Rontos und seine ganzen Gesocks-Kollegen. Leider, leider. Ja, die machen wir doch fertig. Ehrlich, lass uns mal drüber bügeln in der nächsten Folge. That's what he said. Na hallo, hier, lass uns mal drüber fühlen. Oh, ja. Jo, was denn? Eine 10K-Flotte haben die noch. Die Fixklanger. Doch, wie süß. Aber ich habe ja gesagt, alle, die eine Hand, die dieselbe Farbe wie ich haben, die müssen einfach weg. Einfach der Übersichtlichkeit wegen. Ich konnte es sonst nicht sehen hier. Grund der Auslöschung, gleiche Farbe. Ja, voll rassistisch. Nur da weiß ich immer, dass es eine unterschiedliche Farbe ist. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Kannst auch nie einen hier recht machen. Oh Mann. Ja, auch da halt wieder Kriegsgrund, also Kriegsziel, wieder ein paar abstauben. Ein paar Planeten. Abstauben, ne? Öfter mal einen Sonntagsputz machen. Valvaks, der Reinigungsdienst, kommt auch sonntags. Werden auch sie gesäubert, gereinigt. Ups. Sollen wir den Werbespot nochmal aufnehmen? Passiert mir immer wieder, blöder Fehler. Verdammt. Oh mein Gott, ey. Ach ja. Einmal Österreicher, immer Österreicher. So, Klischee erfüllt für diese Folge. Muss nicht immer erwähnen, dass das alles nur Spaß ist, oder? Liebe Zuschauer. Colony established. In den Kommentaren steht, nee, braucht ihr nicht erwähnen, aber PS-Anzeige ist raus. Heute Fleeting geht, Situation Lock updated. Ich weiß Bescheid. 139, das ist mir zu teuer. Aber es ist so lustig, dass ich da schon
Grenzreichweite habe, obwohl ich da nichts besitze in der Nähe. Okay. Das ist beim letzten Mal schon aufgefallen, weißt du noch, zwischen diesen beiden Völkern, dass da ja. Fallwachs hervorgeragt hat, obwohl kein Planet in der Nähe ist. Haben wir gedacht, na dann nehme ich mir doch mal die Planeten in der Nähe. Ich noch ein bisschen Reichweite. Reichweite. YouTuber reden immer nur über Reichweite. YouTuber-Problem. Wenn es sich darum geht, geht es hier nur um die Klicks. Ich klick schon langsam zu viel. Oh Mann, ey. Klickst auch du zu viel. Angriffskrieg. Oh, Geschenke. Geschenke. Hast du gerade Geschenke gesagt, oder? Nee, meine kirgianischen Reptilwürmchen hier, die sind unzufriedenst. What? Wie können die nur ausleuchten? Ja, ich würde dir gern. Das Allheilmittel klingt auch falsch. Construction vielleicht complete. Einfach eine. Raskanda, da war ich schon. Du Raskanda, denn sie will hier. Construction complete. Oh, Gaia-Welt? Nee, kann ich nicht machen, oder? Was denn? Terraforming zur Gaia-Welt. Ui, es würde sogar eine Gaia-Welt transformieren möglich sein. Okay. Krass. Hast du schon mal gemacht? Nope. Dafür braucht man 10k. 10k war es Gold. Ja. Also ganze Goldvorkommen auf einmal. Aber eigentlich ganz praktisch, oder? So eine Gaia-Welt. Hm. Ja, kannst du mich nicht schaden, ne? Geil, mach ich mal. Wo macht ihr sonst nichts? Und dauert halt viermal so lange. Alles klar. Deswegen macht man das sonst nie. Okay. Tropisch, arktisch. War ich da schon? Kolonisiere ich da schon? Nee. Dann? Oh, okay. Entschuldigung, tut mir leid, ich wollte hier nicht reingrätschen. Aber hier. Elliot Prime. Der Schmunzelmonster. Der Schmunzelplanet. Situation Log updated. Wo noch nie einer zuvor geschmunzelt hat. Der war niedlich. Der Schmunzelmonster. Das Schmunzelmonster. Ich schreib's in die Frage, wer das noch kennt. So, dann machen wir da weiter im Krieg. Fight. Wie heißt der Planet? Bo? Er hat's Bo angefasst. Oh mein Gott. Kennst du das noch von Findet Nemo? Oder hast du den? Doch, ich mal gesehen, aber echt ewig her.
Ewig, ewig, ja. Vollen Titel. Er hat so angepasst. Oh Mann. Hey, Moment, das ist ja ein Wüstenplanet. Moment. Moment. Kommando Retour. Ja, der wird noch umgewandelt. Moment. Halt sie bitte ein. Research complete. So. 118. Ich mach mal eine gefährliche Forschung. Synthetische Persönlichkeitsmatrix. Jolo. Herrschaft von Androiden wird erlaubt. Geil! Ja, damit! Dieses Let's Play wird sich doch noch ein bisschen entzücken. Was soll jetzt drin, ne? Meine Güte, ey, das geht ja aber auch schnell. Meine Fresse hier. Da kommt hier keiner mehr mit. Ein schönes Naturschauspiel für die nächste Folge. Wo ich mich gleich reinstellen werde. Spoiler, hier seht ihr schon das Intro für die nächste Folge. Ja, dann sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und dann schaltet jetzt auch beim nächsten Mal wieder ein. Eine Runde Stellaris. Ne? Joa, in dem Sinne bedanken wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.